Förster mein Name. Ich mache eine Ausbildung im zweiten Lehrjahr zum Industriemechaniker. Ein angehender Azubi sollte nicht den Fehler machen, sich die Angst zu machen, dass man keine Ausbildungsstelle kriegt. Bei mir war es so, ich habe mich da ein bisschen wuschig gemacht, aber am Ende hatte ich sogar mehrere Zusagen auf dem Tisch liegen und konnte aber noch wählen, welche Stelle ich annehme. Ich bin Lukas Seidel, bin 19 Jahre alt, arbeite bei der MIPRAG als Industriemechaniker im zweiten Lehrjahr. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, hätte ich keinen handwerklichen Beruf lernen sollen, weil er selber schon auf dem Bau arbeitet. Und deshalb wollte er mich eigentlich immer in Sicherung für Wänden irgendwo im Büro wissen. Aber da habe ich mich am Ende doch durchsetzen können. Ich bin Max Krause und ich bin bei der Jenoptik im zweiten Ausbildungsjahr. Ich hatte es ja nach meinem Studium gehabt, da war ja mein erster Gang direkt zur Bundesagentur gewesen. Und da hatte ich dann auch direkt eine tolle Ansprechpartnerin gehabt, die auf meine Wünsche eingegangen ist und mir auch schnell viele Angebote geschickt hat. Und ich mir dann letztendlich aus den vielen eins aussuchen konnte. Mein Name ist Jasmin, ich bin 22 Jahre alt und mache eine Ausbildung bei der MIPRAG als Maschinenanlagenführerin. Du solltest dich ja dann doch schon offen den Leuten gegenüber zeigen, also dass du auch arbeiten möchtest, viele Fragen stellen. Natürlich gibt es auch während der Ausbildung immer mal Durststrecken, wo man dann halt mal auch irgendwelche Saubermacharbeiten oder Wartungsarbeiten an der Maschine machen muss, die dann quasi nicht so viel Spaß machen. Aber das ist eher ein geringer Teil der Ausbildung. Mein Name ist Hendrik Roller. Ich bin Auszubildender bei der MIPRAG als Elektroniker für Betriebstechnik. Meinen Ausbildungsplatz, mit dem bin ich sehr zufrieden, habe auf jeden Fall das Gefühl, dass mir hier ordentlich was vermittelt wird. Und wenn wir irgendwelche Probleme haben, können wir einfach zu unseren Ausbildern gehen, die helfen uns bei allem. Wir haben sehr viel gelacht in der Ausbildung, wir sind da alle doch schon ziemlich locker. Ich bin Anna Besler, Azubi im zweiten Lehrjahr und ich lerne Feinoptiker. Für die Schüler, die sich noch nicht entschieden haben oder entscheiden können, was sie werden sollen, würde ich immer erstmal raten, sich zu informieren über die verschiedenen Berufe, die es überhaupt gibt. Was interessiert dich? Wo gehen deine Interessen hin? Wo gehen deine Talente und Fähigkeiten hin? Möchte ich dann doch eher meine Ruhe haben oder bin ich dann doch eher fürs Büro geeignet? Und dann, wenn ihr vielleicht 2, 3 klare Vorstellungen habt, dann geht zur Agentur für Arbeit, die können euch das da organisieren. Definitiv viele Praktikas machen, weil nur so findet man wirklich seinen Berufswunsch und die Ausbildung auf jeden Fall nicht zu locker nehmen. Als ich noch in der Schule war, da hatte ich eine Null-Bock-Einstellung. Das hat sich durchgezogen bis zur 11. Klasse, aber mit der Zeit, finde ich, bin ich jetzt auf jeden Fall wesentlich reifer geworden und habe jetzt auch eine ganz andere Einstellung dazu.